Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen FTL, FTL, FTL. Ja, mal wieder Zeit für eine neue Aufnahmesession. Wir haben zuletzt, wo ist sie? Komm, zeig dich da. Die Serenkov freigespielt. Ein schönes Schiff der Soltan. Huch, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte das machen. Und ja, heute versuchen wir uns mal wieder an einem C-Schiff, also daran ein C-Schiff freizuspielen. Wir wollen nicht mit einem C-Schiff spielen. Ich bin ja ein Schiffjäger und wir müssen deswegen ein bisschen gucken. Und ja, so ganz schlüssig bin ich mir noch nicht, welches Schiff das sein soll. Shivan haben wir schon, haben wir auch schon. Gibt's keins, haben wir auch schon. Wir könnten uns natürlich auch nochmal an dem, Moment, Lanius-Schiff versuchen und versuchen ein B-Schiff freizuspielen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Könnte man natürlich auch nochmal versuchen, wobei ich die Waffen von denen doof finde. Ja, wenn ich noch am Überlegen. Ich glaube, wir machen mal Folgendes. Ich habe nochmal Bock auf die Nisos. Die habe ich mit euch zwar schon mal gespielt, aber ich habe da nochmal Bock drauf. Ich mag das Schiff nämlich eigentlich ganz gerne. Es ist aus verschiedenen Gründen eines der Schiffe, die ich sehr gerne mag. Es ist vor allen Dingen aber ein... Oha. Interessanter Sektor. Es ist vor allen Dingen einer... Oh, jetzt habe ich noch nichts... Moment. Ja, nee, wir wollen keine Sachen kaufen. Wir machen den hier. So. Es ist in einer Beziehung ein besonderes Schiff. Nämlich in der Hinsicht, Alter, was die schon für Waffensysteme haben. In der Hinsicht, dass die dieses Schiff... Aua. Nämlich in der Hinsicht, dass dieses Schiff ein sehr, sehr starkes Late-Game-Schiff ist. Das hat ein sehr, sehr schwieriges Early-Game, wenn man so möchte. Also es hat sehr viel Probleme am Anfang des Spiels und wird dann erst gegen Ende des Spiels richtig, richtig bitter gut. Beziehungsweise wenn man dann vernünftig durch das Early-Game durchkommt, wird es richtig bitter gut. Und das ist eine gewisse Herausforderung. Andere Schiffe, wie zum Beispiel die Shivan, mit der wir ja auch schon das C-Schiff haben, die haben ein sehr starkes Early-Game, also eher andersrum. Und insofern muss man dann da halt mal... What? Kann ich nicht bringen, Jungs. Muss man da dann halt Unterschiede sehen und auch machen. Also die Shivan hat durch den Pierce-Laser ein starkes Early-Game, weil sie durch die Einser-Schilde mal ganz einfach scheiße durchkommt. Und kacke, die kommen weg. Och nö. Och man. Fängt ja wieder gut an. Ja, das ist dann halt auch immer das Problem, wenn man im Early Game mit diesem Schiff nichts schafft, dann kommt man auch nicht ins Late Game. Naja. Ja, also wie gesagt, das Shivan-Schiff, das hat relativ gute Möglichkeiten an... am Early Game was zu machen und muss bestimmte Sachen finden, damit es im Late Game nicht schwächer wird. Gleiches gilt... Oh, kacke. Warum haben wir gerade eine Evade-Chance von nur 10%? Ach, anscheinend haben die irgendwie unser System hier noch gehackt. Das macht es natürlich besser, wenn ich den rausziehe, ne? Ah, ändert gar nichts. Okay. Das wollte ich machen. Ja, also es gibt eben Schiffe, die im Early stärker sind. Das ist schön. Ich habe meinen Faden jetzt durch diese ganze Nummer wieder verloren. Könnt nicht ernst meinen, Leute. Das Spiel ist eigentlich dankbarer zu spielen, wenn man ein Early-Game-Schiff spielt. Wenn man also ein Schiff spielt, das früh einfache Chancen hat und das dann einfach, ich sag mal, mitskalieren muss ins spätere Spiel. Also das heißt, es muss anfangen... stärker zu werden mit den Sachen, die man findet, weil man im Early Game die meisten, nicht die meisten Probleme hat an sich, sondern man muss man muss halt quasi Sachen finden, damit man mit dem Spiel mitlevelt sozusagen, aber man hat am Anfang einen gewissen Vorsprung vorm Spiel. Und hier ist es eher andersrum. Man hinkt am Anfang dem Spiel so ein bisschen hinterher und versucht, machen wir das so, oder nee, wir sparen erstmal auf einen besseren Laser. Man versucht sozusagen, dem Spiel aufs Spiel aufzuleveln. Dafür wird man besser, wenn man es schafft. Nö. Hätte ich gemacht, aber habe ich nicht.
Okay, wir machen einen kleinen Risk Jump, aber einen Distress Beacon würde ich gerne am Anfang mitnehmen. Wie gesagt, ich versuche am Anfang so viel wie möglich zu machen. Risiko, wir nehmen den mit. Also wir sind wieder auf so einem Planeten, wo dieser einsame Einsiedler wohnt, der da abgestützt ist, der manchmal auch wahnsinnig, wenn Leute aus meiner Crew bringt, wenn er das jetzt macht, ist der Run hin, aber wir versuchen mal ihn mitzunehmen. Nein, wir kriegen tatsächlich einen fähigen Waffenmenschen. Ich bin hellauf begeistert. Lieber Sü Heng, so sehr du auch schon Waffen gelevelt hast, ich möchte dich gerne an den Schilden haben. Ich möchte dich fast lieber am Door-System haben, aber das Door-System brauchen wir auch noch. Das müssen wir früh kaufen. Door-System bei diesem Schiff ist sehr wichtig. Das sind eine ganze Menge Sachen. Und wir helfen einem Zivilschiff. Oha, ein... Sultan. Wir machen die Leto mal zwischendurch noch mit an. Die macht zwar wirklich effektiv gar keinen Schaden, aber das Schild hätte ich gerne früh weg. Ich weiß gerade gar nicht, wie es sich mit dem Artillery Beam und dem Sultan-Schild verhält. Ob der durch das Schild sich durchkämpfen kann oder nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht. Sehr schön, so. Sultan-Schild weg. Türsystem im Arsch. Aber egal. Sehr schön. Das müsste eigentlich schon reichen. Jetzt kommt da der Laser. Schön an diesem Artillery Beam ist halt, dass er, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge, wo wir es gespielt haben, vernünftig erklärt habe. Also den kann ich nicht lenken, ich kann den auch nicht zielen. Der lädt sich, wie ihr seht, hier selbst auf. Braucht relativ lange. Ist netterweise aber Shield Piercing. Also das heißt, der ignoriert Schilde. Und das macht ihn eigentlich sehr, 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 sehr stark. Okay, Hüldenpunkte reparieren ist auch gut. Gibt so viele Sachen, die ich kaufen will. Ich muss erstmal einen Level von dem Laser muss ich erstmal haben. Der Laser verliert recht viel Zeit, wenn man ihn hochlevelt. Der hat jetzt, ich glaube, er fängt an bei 50 Sekunden, dann sind es 40, dann sind es 30, dann sind es 20. Und also die 20 Sekunden, die muss man schon erreichen. Am Ende. Im Early Game braucht man die noch nicht. Im Early Game reichen erstmal die 40, beziehungsweise die 30. Auf die 30 will ich hinsparen und dann will ich die Defensive des Schiffs erstmal ein bisschen pimpen. Und wenn ich mit der Defensive des Schiffs glücklicher bin, pimpe ich auch irgendwann den Laser nochmal auf den letzten. Was kostet eigentlich der letzte? 80. Plus natürlich den entsprechenden Powerbar. Naja, gut, wir gucken mal. Ein automatisiertes Schiff. Mit einer Drohne und einem Pierce-Laser. Ist ja geil, oder? Die Drohne kann uns erstmal nichts. Ich weiß nicht, ob es ein Pierce oder ein Heavy-Laser ist. Aber nur in der Kombination können die uns was. Das heißt, die Drohne an sich... Eigentlich ist das genial, was wir hier gerade haben. Denn jetzt kann mir... Ah ne, kann er nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt kann unser Typ halt leveln, weil die Drohne die Schilde kaputt macht. Das stimmt aber ja nicht. Eine Pierce-Drohne, also eine Beam-Drohne und Beam-Drohne leveln ja nicht. Also machen die Schilde nicht kaputt und deswegen levelt mein Typ nicht. Meine Güte, ist das schwer, was ich hier gerade wieder versuche zu sagen. Ich rede wieder so sinnvoll vor mich her. Also Schilde kaputt und jetzt kommt eh gleich der Artillerie-Laser. Der könnte es schon enden. Jupp, alles klar. Mhm. Okay, wir kriegen ein bisschen Scrap und vor allen Dingen, das werdet ihr jetzt sehen, mehr Infos über unsere Map. Hier gibt es irgendeinen Plasmasturm oder sowas. Hier sind Schiffe, das heißt hier und hier gibt es keine Schiffe. Ärgerlich. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem was. Wir springen erstmal zum Store, brauchen wir auch noch nicht. Dahin, dahin, dahin und dann gucken, ob wir noch einen Jump schaffen, weiß ich nicht. Ah, das ist blöd. Ist blöd. Oh, geil. Oh, Defense Drone Mark II ist sogar richtig gut. Bin gerade am überlegen, ob ich die eventuell behalte. Ich glaube, die behalte ich. Die werde ich nicht im Store verschachern. Hatte ich kurz überlegt, um an frühe Kohle zu kommen. Oh, ich habe was vergessen. Denn ich will und werde eventuell ein Drohnensystem installieren. Ich behalte die mal eine Zeit lang. Mal sehen, wenn ich bis zum Late Game keine Drohnensystem finde. Aber die ist... also da war ein Schiff mit merkwürdigen... Machen wir gleich weiter da, wo ich aufgehört habe mit dem Gerede. Da war ein Piratenschiff mit sehr merkwürdigen Signalen. Wir hätten die angreifen können. Wir hätten denen Hallo sagen können. Oder wir hätten einfach versuchen können, uns zu verstecken. Ich habe denen Hallo gesagt. Und die haben gesagt, kommt an Bord, wir haben ganz viele Sachen zu verkaufen, das ist ein Store. Ah, okay, wir können mit dem Schiff andocken, wir können, das sieht gefährlich aus, wir können abhauen. Und unser Slug, der ja
telepathische Kräfte hat, also Gedanken lesen kann oder sowas. Sagt, wir können andocken, aber wir sollten auf jeden Fall irgendwas kaufen, was mit 2 Scrap natürlich schlecht ist. Wenn wir nutzen trotzdem mal die Slug-Option, gucken wir mal. Aha, okay, er verkauft Drohnen. Ja, ich kann weder Drone-Part noch rauskommen, wenn ich auf den Scrap kaufe, mal nichts. Aua! Ah ja, und wie der Slug schon sagt, ach du Scheiße. Du kannst mal dahin gehen. Hat er uns jetzt gewaltig scheiße Damage gemacht? Ist nicht das. Und, uns angegriffen. Der nette Kerl. Sehr schön, wir haben alles daneben geschossen. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie sich der... Wieso ist unser Schild kaputt? Achso, weil er es totgelasert hat. Okay, das könnte eine ganz anstrengende Nummer noch werden. Fürchte ich. Ja, ja, der ist... ich muss den da rausziehen wegen der Luft. Wenn da jetzt ein Geschoss einschlägt, habe ich ein Problem. Bin ganz froh, dass ich den Artillery Beam gelevelt habe. Der hat auch was gebracht. Okay. So, das ist erstmal nicht so schlimm, was da jetzt alles gerade passiert ist. Jetzt haben wir nämlich erstmal den Ionenbeam kaputt. Jetzt kann uns der Beam von ihm nämlich erstmal nichts mehr anhaben. Und solange wir da den Status Quo aufhalten, haben wir alle Zeit der Welt, um unseren Artillery Beam aufzuladen. Nö, also erst wollt ihr uns da verarschen und uns verraten und jetzt wollt ihr hier, dass wir irgendwie euch nett Hallo sagen? Also, da sag ich nee. Da sag ich einfach nee. Jetzt haben sie natürlich ihren Engi dahin gezogen, der repariert recht schnell. Aber dafür ist auch gerade der Artillery Beam wieder ab. Haha. Kriegen wir jetzt irgendwas von den Sachen, die wieder... schön. Okay, wir kriegen ganz viel Zeug unten. Iron Blast Mark 2. Iron Blast Mark 2, habe ich glaube ich in der letzten Woche schon gesehen, ist total geil, weil der weniger Charge Time braucht, bis er eine Waffe... Also der braucht nur 4 Sekunden Charge Time, aber 5 Sekunden lang macht er ein System kaputt. Und deswegen ist der natürlich ziemlich cool. So, erstmal das Loch kaputt machen. Kurz warten, bis da wieder Luft drin ist. Die Maschinen reparieren. Uns ärgern, dass wir ein Scrap weniger haben, als wir brauchen für das, was ich gerne hätte. Aber naja, alles machbar. In der Zwischenzeit kannst du hier schon mal reparieren gehen. Mr. Slug. Ja, er hat recht behalten. Wir hätten was kaufen sollen. Ne? Aber so ist das mit den Slugs. Oh, ich glaube, wir haben Charlie noch keiner Position zugewiesen. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt alle wieder zu ihrer Position schicken. Macht Charlie dann überhaupt irgendwas oder geht er zurück in den Startraum? Ja, das... tut er. Hä? Achso, nee. Haha. Charlie wäre einfach da geblieben, aber da war Su Heng noch kein Schildmann. Ist der überhaupt schon irgendwas am Schild gelevelt? Nö, kein Stück. Gar nichts. Die Schildleute zu leveln ist echt schwer, ist echt schwer. So, okay. Scheiße. Nee, egal wo wir hinjumpen, wir kommen danach nicht mehr in den Exit. Na gut. Ja, dann gucken wir uns das hier mal an. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Wir haben einen Sektor geschafft. Wie immer mache ich an dieser Stelle einen Cut. Deswegen bedanke ich mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das fände ich cool. Und ansonsten freue ich mich aber, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.